So Leute, ich bin es der Markus vom Kanal GameCube. Heute spiele ich schon wieder eine Runde Black Ops 4 Team Deathmatch. Live Commentary, wie man so schön sagt. Ich spiele mit der Maddox, mit der Agenten-Mod. Und ja, das Video soll nicht dazu dienen, um euch ein krasses Gameplay zu bieten. Wie ist der da schon, Alter? Mann. Sondern eher, um euch ein bisschen zu informieren. Eigentlich laufe ich da gar nicht lang. Ich laufe gerade ganz andere Routen als sonst. Was soll denn das? Wo war der? I don't give a fuck, Alter. Scheiß Hurencamper. Ja. Der Grund dieses Videos war, um euch zu informieren, warum ich gerade so inaktiv bin. Auf YouTube. Warum erwische ich den da nicht? Das ist ja doch die Hälfte von seinem Kopf. So. Ja. Warum ich gerade so inaktiv bin, ein bisschen hört ihr es in meiner Stimme, dass ich krank bin. Krank war, würde ich eigentlich eher sagen, weil ich fühle mich wieder gut. Aber mich hat es extrem erwischt. Ich war eine komplette Woche lang wirklich ziemlich am Arsch. Eigentlich wollte ich Crash spielen. Warum bin ich jetzt Prophet? Naja, egal. Spielen wir halt eben Prophet. Hat sich gelohnt. Da hat doch jemand gesniped, oder nicht? Oh, der hat es fast gelegt. Vielleicht legt sie noch. Ah, er kommt natürlich zurück. What the fuck? Er kommt mit 13 Leben zurück, ohne sich zu heilen. Was ist mit dem los, Alter? Spielstile, mit denen ich nicht klarkomme. Ja. Und der zweite Grund meiner Inaktivität ist, dass ich am Lernen war und immer noch am Lernen bin. Deswegen habe ich auch gesagt, nicht war ich inaktiv, sondern bin ich inaktiv. Klar, jetzt kommt ein Video, aber... Bye bye, Crash. Alter, immer diese Sniper... Ich dachte, er wollte mich gerade mit seiner Mine töten und dachte, es wäre ein Gegner, Alter. Dang it. Get fucked. Mal gucken, ob ich da noch einen erwisch. Hier vielleicht, keine Ahnung. Lightning Strike finde ich irgendwie besser mittlerweile als Hellstorm. Keine Muni mehr. Ach so. Ich bin doch da lang gelaufen, wo Gegner waren, oder nicht? Und habe deren Zeug aufgesammelt. Ich habe ja das Perk, um Sachen aufzusammeln. Oh, ist da einer hochgeflogen, der kleine Schlawiner. Bist du da hochgeflogen, hä? Oder wo bist du hochgeflogen? Ist irgendwo ein Schild. Fast hat er mich bekommen. Aber auch nur fast. Headshot regelt. Und, ja. Das ist der Grund für meine Inaktivität, die wird auch etwas bleiben, weil ich jetzt innerhalb von knapp einer Woche, oder nee, etwas mehr als einer Woche, knapp einer Woche sagt man, wenn es weniger als eine Woche ist. Kleine Information am Rande, falls ihr es nicht wusstet. ja. Weil ich noch Klausuren schreibe und man sieht deine Beine, Bro. Dafür wäre jetzt Battery nice, um das schöne Nate reinzuschmeißen, aber ich nehme jetzt einfach mal meine Ult. Eine der OP-sten Ult meiner Meinung nach, nicht die OP-ste. Mindestens eine der OP-sten. Ah, komm. Ist halt schon stark. Muss man schon sagen. Oh, natürlich erwartet. Der hat doch die ganze Zeit nur. Ja, natürlich hat er da nur gecampt. Warum auch nicht? Ich meine, so spielt man mit der Sniper. Eigentlich brauche ich mich da nicht aufzuregen drüber. Aber schade, dass es jetzt meine Ult gekostet hat. Immerhin einen Kill habe ich damit holen können. So, ja. Jetzt wisst ihr den Grund für meine Inaktivität. Ich konnte diese eine Woche wirklich gar nichts machen, außer essen, schlafen, trinken, lernen. Und ich konnte nicht ins Training, was mich extrem, extrem genervt hat, weil ich wirklich, also, es gibt kaum was ich lieber mache, als zu trainieren. Es hört sich dumm an, aber ich denke mal, die Leute, die das wirklich leidenschaftlich auch gern machen, die wissen, von was ich rede, dass so eine Woche nicht trainieren schon eine Qual ist eigentlich. Von hinten müsste jetzt so langsam mal jemand kommen, ist auch schon einer da. Zwei sogar. Geht fucked. Eigentlich sollte ich mir die Muni aufsammeln, damit nicht so nicht wieder sowas passiert wie eben, dass ich keine Muni mehr habe. Mach ich jetzt auch eben mal. Okay, da steht ein dummes Schild. Da hat jemand Vorräte geholt. Was haltet ihr eigentlich von der Tarnung? Wie kann man eigentlich seine Tarnung zeigen in dem Game? Geht doch irgendwie, oder? Soweit ich weiß, geht es irgendwie. Da ist irgendwo ein Gegner. Ist der da hoch? Wohin ist er? Ich glaube, der ist da hoch. Und das ist unser Geschütz, was da rumballert, glaube ich. Okay, wo sind die Gegner, Alter? Ich finde es immer komisch, dass die Musik... Ihr hört ja auch die Musik gerade. Ich weiß nicht, ob ihr die hört, ob es laut genug ist. Ich glaube schon. Dass sie so früh schon Ah ja, Schild ist auch übrigens eine richtig beschissene Sache. Hätte ich vielleicht irgendwie merken können, aber ich bin da zu unaufmerksam. Also eigentlich bin ich aufmerksam, aber was das angeht, bin ich nicht so aufmerksam. Oh, wäre nur dieser eine da gewesen, hätte ich es noch geschafft. Aber nein, natürlich musste da noch ein anderer kommen. Wieder schlechtes Timing.
und eine Zeit lang keinen Kill mehr gemacht. Und er hat mich nicht snipen können, weil er gierig ist. Und ich habe ihn noch bekommen, weil er kein Leben mehr hatte. Das war jetzt Pech für ihn. Er versteckt sich hinter seinem Zaun, Alter. So, Level 42. Sehr gut. Ja, was Höheres als Blitzschlag bekomme ich heute wohl nicht. Schade. Aber ich spiele auch gerade samstags, mittags, nachmittags. Und da sind die Lobbys halt ziemlich verschwitzt. Die Leute, ja, ihr kennt's. Helf mir. Kill him. Danke dir. Bro, du hast was gut bei mir. Das ist mein Prophet, Bro. Prophet spiele ich eigentlich eher selten. Ich spiele eigentlich momentan nur Crash. Ich weiß nicht, ich rück mich ab und zu, was heißt ab und zu, eigentlich doch relativ viel über Klassen wie den Prophet auf. Und deswegen wollte ich ihn eigentlich nicht spielen und dann eine Klasse spielen, die hier die Tarnung. Was haltet ihr davon? Und halt eine Klasse spielen, die Leuten was bringt. Wisst ihr, Teammates und sowas, Teamplay. Ja, das dachte ich mir jedenfalls dabei. Und man kriegt viele Punkte für Killstreaks, und Killstreaks gibt nichts Geileres in Black Ops, vor allem Team Deathmatch. Und gut, keine Ahnung, was das mit Team Deathmatch zu tun hat, aber es gibt auf jeden Fall nichts Geileres in Black Ops. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. 4er KD kann sich sehen lassen. Ich hoffe, ich konnte euch aufklären über die aktuelle Situation mit Lernen und krank sein oder die Situation, wie sie war, je nachdem. Und ja, Frag Grenade, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Danke fürs Zuschauen, man sieht sich im nächsten Video oder Stream. Drückt gerne auf Abonnieren und lasst ein Like da, also bis dann. Ciao.